bei Grasig am Neckar, bei Grasig am Rhein. Und wenn ihr dem Folge leisten wollt, dann müsst ihr hierher kommen, wo wir sind. Nämlich in Mannheim. Jawohl, und da ist die Mündung vom Neckar in den Rhein. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Mannheim. Gleich geht's los. So, um den Liedtext zu Ende zu bringen vom Eingangssatz. Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein, bald habe ich ein Schätzel, bald bin ich allein. Oh, der letzte Satz, den wollen wir jetzt nicht hören. Das enden wir ab. Ja. Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein, ich habe schon ein Schätzel und bleib nicht allein. Ja, super. Besser, ne? Ist unser neuer Poet hier. Und ja, oh, hier fährt gerade ein Containerschiff oder ein Tanker, ein Tanker ist das, ja. Und er hat sich nicht für den Rhein entschieden, sondern für den Neckar. Er hat jetzt also Neckar aufwärts. Und was wir natürlich auch noch sagen wollten, ist, Mannheim hat viel mehr verdient, als einfach Richtung Norden durchzufahren oder einfach nur an Industrie zu denken. Es gibt hier Industrie, aber es gibt auch hier sehr schöne Ecken. Es gibt den Rhein, es gibt den Neckar, es gibt die Neckarmündung und den Rest erkunden wir auch noch, wenn wir in die Innenstadt reinfahren. Da zeigen wir euch auch noch was von Mannheim. Also lohnt auf jeden Fall Ausflug, schöner Stellplatz. Und vor allen Dingen hat Mannheim 1 dieses Jahr die Bundesgartenschau. Und die wollen wir auch besuchen. Allerdings machen wir da ein separates Video davon. Ja, und ein Auto kommt. Ja, also wir stehen jetzt hier noch am Neckar Radweg. Hier ist es ziemlich unspektakulär, hier der Neckar, wie er in den Rhein mündet. Hier ist alles Hafengebiet, aber der Neckar Radweg, der ist zum Teil sehr schön zum Fahren. Und wir haben euch hier auch schon einiges gezeigt, zum Beispiel das Schwenninger Moos, wo ja eigentlich der Ursprung herkommt. Wo der Neckar entspringt. Ja, mhm. Wo auch die Wasserscheide Deutschlands ist oder sogar Europas. Ja. Naja, okay. Und wir waren auch in Gundelsheim, wir waren in Heidelberg, also wir sind schon etliches am Neckar entlang gefahren und hier ist das Ende. Jawohl. Dann ist es der Rheinradweg. Ja, genau. Also es lohnt sich eigentlich schon mal herzufahren. Also nicht nur wegen dem Neckarradweg, sondern überhaupt Mannheim scheint noch mehr zu bieten als wie nur der Zusammenfluss von Neckar und Rhein. Oder Industrie. Mhm, genau. Und Autobahn. Ja. Wir schauen es uns auf jeden Fall an und ihr dürft mit. Ja. Jetzt sind wir ein Stückchen weitergefahren und jetzt haben wir die Asamkirche hier entdeckt. Am Asamsplatz in dieser Jesuitenkirche. Und da war der Mozart schon. Nicht nur der Mozart, sondern der Helmut Kohl hat hier anscheinend auch öfters mal eine Messe mitgemacht. Jawohl, und da müssen wir natürlich auch einmal reinschauen. Sieht sehr barockmäßig aus. Mal schauen, ja. Was uns drin erwartet. Genau. So, jetzt sind wir hier vom Barockschloss und vor der Büste vom Kurfürsten Ludwig. Karl Ludwig, Kurfürst. Ja. Und der Ludwig, der war es auch, der das Barockschloss aufgebaut hat. Nachdem Mannheim zweimal zerstört wurde, hat er Mannheim wieder aufgebaut und das Barockschloss gebaut und hat dann
die Straßen von Mannheim schachbrettartig angelegt. Also das sind keine normal geschwungenen Straßen, normalerweise, aber wenn man mit dem Fahrrad fährt, sieht man schon, dass das geschwungen ist, oder? Ja, also durcheinander halt, wie in jeder Stadt, wenn man sich nicht auskennt. Auf jeden Fall fahrradmäßig vorbildlich angelegt. Und da, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben, das war nur, weil ich nicht den Wegweisern von Mannheim gefolgt habe, sondern Google Maps. Und dann sind wir wegen auf die Hauptstraße gekommen und das war dann ein bisschen schwierig. Ja, ist halt nicht so angenehm zum Fahren. Aber es geht, wir sind hier angekommen. Ja. Und heute ist das Schloss zum großen Teil die Universität. Sieht so aus, ja. Nein, das ist so. Okay, also die Ursi weiß genau Bescheid. Ja, ich habe da ein bisschen recherchiert. Aber einen Teil vom Schloss kann man auch noch besichtigen. Aber ich glaube, das sparen wir uns. Natürlich. Soll sehr schön sein. Aber also, wen es interessiert, der kann sich das ja gerne selber anschauen. Wir gehen auf jeden Fall noch zum Wasserturm, denn der Wasserturm ist ein Wahrzeichen von Mannheim. Und da muss man gewesen sein. Genau. Auf geht's. Das Schloss haben wir gesehen. Oder halt von außen. Imposant, wie halt alle Schlösser. Also fahren wir weiter. Auf geht's. So, wenn man Fehler macht, dann muss man sie auch korrigieren. Ja, genau. Das war nicht der Ludwig, der diese Stadt aufgebaut hat. Das muss der Karl Friedrich gewesen sein. Wir recherchieren es schnell nochmal. Ja, ja, doch schon. Der andere hat es zwar hier das Schloss gebaut, aber in der Zwischenzeit ist Mannheim zweimal abgebrannt. Und da hat der Karl Friedrich das im Schachbrett aufgebaut. Ja, genau, so war es. Also wir recherchieren das jetzt mal, wenn wir zurück sind und wenn wir uns nochmal korrigieren müssen, dann machen wir nur einen Nachklapp. Aber ich glaube, so ist es richtig. Ich könnte es mir auch vorstellen. Das ist übrigens ein Barockschloss. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Nein, aber jetzt wissen wir es ja. Genau. Während die Ursi noch am Essen ist, ja, und ich natürlich schon fertig bin, habe ich noch ein wenig recherchiert bei Wikipedia, also somit spare ich euch diese Mühe. Und da steht, Mannheim ist eine Stadt, Südwestdeutschland, die am Rhein und Neckar liegt. Das Barockschloss aus dem 18. Jahrhundert beherbergt historische Exponate und so weiter und so fort. Auf dem Marktplatz ist der streng rasterförmig angelegten Innenstadt sogenannte Mannheimer Quadraten. Also die nennen das die Mannheimer Quadrate. Ja. Und jetzt schauen wir noch, wer das Schloss erbaut hat. Also ich tippe auf den Friedrich. Und die Ursi auch. Melden wir gleich nochmal. Also, die Geschichte Mannheims ist auf jeden Fall sehr weitläufig und es sind alles die Kurfürsten der Kurpfalz und da hat jeder an dem Schloss rumgebaut, so genau konnte man das nicht klären. Wenn es genau interessiert, der soll sich da kundig machen. Was ich aber bei Wikipedia gefunden habe, ist, dass hier der Gegenpapst, der Johannes der 23., der am Konzil von Konstanz verhaftet wurde, der saß in Mannheim ein. Oi, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, Heidelberger Schloss war mir bekannt, aber er saß wohl auch in Mannheim eine Zeit lang ein. Also steht sogar bei Wikipedia, auch hier wieder ein Stück Verbindung Konstanz-Mannheim. Ist ja badisch. Ja. Vielleicht deswegen. We'll be right back.
und da haben wir nochmal den Wasserturm. Der wurde übrigens im 19. Jahrhundert erbaut und ist sehr schön mit den Wasserspielen. Und ist eins der Wahrzeichen von Mannheim. Da kommt es auspacken. Kilo Spargel noch 8 Euro. Wenn ihr zu genug bei euch habt. Also geschäftstüchtig sind sie ja. Geschäftstüchtig sind sie ja, die Mannheimer. Ja, Helle hat natürlich wieder einkauft wie ein Weltmeister, bloß weil einer gesagt hat, es ist billiger. Ja, das war irre. 11 Euro, ein Kilo Spargel, haben wir gleich ein Kilo mitgenommen. Dann hat der nächste geschrieben, 8 Euro bei mir, dann haben wir auch noch wieder ein Kilo mitgenommen. Jetzt fehlen wir aber, uns aber die Zwiebeln für den Spargelsalat. Jetzt haben wir noch Zwiebeln gekauft und die haben gesagt, Schnittlauch ist gut und Radiesel sind gut, dann haben wir es auch noch mitgenommen. Und weil die Erdbeeren so billig waren, haben wir auch noch 2. Also, wir sind eingedeckt übers Wochenende. Wir verhungern nicht, das ist Nein. sicher. Ja. Aber ist so schön hier, du. Also muss ich wirklich sagen. Also, falls ihr es noch mitbekommen habt, wir sind hier auf dem Markt. Ja. Und wir haben auch richtig eingekauft. Da. Ja, Ossi, jetzt müssen wir schauen, wie wir wieder zurückkommen zum Wohnmobil. Ja, denn wer schleppt alles? Claro, Ossi. Ja, ich trage die Verantwortung. Aber wir haben jetzt gut zu essen morgen, also ich freue mich schon auf morgen. Spargel satt. Ja. 2 Kilo für 2 Personen, das passt. Nicht alles auf einmal. Einmal als Salat und einmal mit 2, 3 Kartoffeln. Mehr geht nicht, weil es so viel Spargel ist. Ja, reicht ja auch. Aber wir freuen uns drauf, gell? Was siehst ja, du auch? Ja. Das freut sich schon über sie, wenn ich einkaufe. Sometimes life goes easy, sometimes life goes do-do-do-do. Do-do-do-do. Sometimes minds go crazy, sometimes minds go do-do-do-do. Do-do-do-do. Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you piggy? Won't you piggyback, won't you take me piggyback, won't you piggyback, won't you take me piggyback, 'cause all I want is you, all I want is you, and how I hope it's true, how I hope it's true, when I'll be feeling blue, won't you piggy piggyback, won't you piggy me back, won't you, sometimes life. Tell me, tell me something, but show me, show me, show me, show me something else. I don't get it. Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you? Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you? Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you? Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you? Piggy, piggy. Won't you take me piggyback, won't you piggyback, won't you take me piggyback, won't you piggyback, won't you take me piggyback, 'cause all I want is you, and how I hope it's true, when I'll be feeling blue, won't you piggy piggyback, won't you piggy me back, won't you. Thank you.
won't you piggy me back, won't you? Das ist jetzt hier der Stellplatz in Mannheim-Neu-Ostheim. Und ja, da wir jetzt gleich unsere Toilette entsorgen müssen, können wir Ihnen euch auch gerade mal zeigen, wie es hier so ein bisschen aussieht. Hier ist die Kasse. Im Moment kostet es hier für 24 Stunden 10 Euro. Also man kann da nicht meckern. Und ja, hier stehen einige Regeln und was man beachten sollte und halt das Übliche. Und wir stehen hier in Neu-Ostheim. Ja, so sieht der Platz aus. Und natürlich, wie auch solche Plätze, ein Kommen und Gehen. Den Sonntag nutzten wir, um uns den Fahrradweg zu Buga-Gelände anzuschauen. Morgen wollen wir frühzeitig am Eingang stehen. Übrigens konnten wir keine eindeutige Erklärung finden, wer dafür verantwortlich ist, dass Mannheim so eine quadratische Straßenführung mit entsprechenden Straßennamen hat. Auch gibt es wohl mehrere verantwortliche Kurfürsten, die das Barockschloss haben bauen lassen. Auch die Befragung unseres Chatbots half uns nicht weiter, er teilte uns aber mit, dass diese quadratische Straßenführung mittlerweile etwas aufgelockert sein soll und dass mehrere Kurfürsten an dem Schloss haben bauen lassen. Wir hoffen, diese Informationen reichen euch. Ein Schild ist uns natürlich gar nicht gefällt, Ursi.
Also bitte, was sagst du denn wieder? Hier, ein großer Fahrradparkplatz. Man muss ja jetzt nicht mit dem Rad direkt bis an Kasse fahren. Also es ist ein großer Fahrradparkplatz da. Es kann jeder auf die Buga mit dem Fahrrad kommen. Ja. Wobei der Weg nicht besonders gut ausgeschildert ist. Da muss man aber recht geben, oder? Ja, für Radfahrer halt. Ja. Für anderes kann man ja jetzt nicht sagen. Es fahren ja auch hier Zubringerbusse. Irrwege haben uns hierher geführt. Ja, aber wie gesagt, hier gibt es ja auch die Zubringerbusse. Ja, es gibt viele Möglichkeiten und es gibt auch mehrere Eingänge. Nur unsere Karten kriegen wir morgen hier am Haupteingang Spirelli Park und deswegen müssen wir hierher kommen. Und jetzt haben wir uns schon mal kundig gemacht und ja, ist leicht zum Finden, wenn ich man weiß, wie der Weg geht. Ich denke, das wird was morgen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und ich auch. Endlich mal wieder Blumen. Muss man durch. Wie schaut's aus? Alles da? Sehr gut. Heute gibt's wieder Spargel. Ja, wir haben ja gestern frisch vom Markt gekauft. Ja, weil uns zweimal verkauft worden ist, deswegen müssen wir zweimal Spargel essen. Machen wir aber gerne. Genau, das stellen wir uns. Ja, genau. So, auf geht's. Guten Appetit. Guten Appetit. So, das war's dann von unserem Aufenthalt in Mannheim. Ja. Es war ein sehr schöner Aufenthalt. Ein sehr leckerer Aufenthalt. Ja, sehr lecker. Wie ihr seht, es ist alles leer. Also der Helle hat echt wieder mal gut gekocht. Zweimal Spargel, zweimal Erdbeeren, am Markt gekauft. Wunderbar, kann man nur empfehlen. Ja. Der Aufenthalt war sehr schön. Ja, genau, hat uns gut gefallen. Der Stellplatz ist in Ordnung, ein bisschen laut. Ja, es ist ein Stellplatz in der Stadt, aber man kann alles hier wunderbar erreichen. Gerade um die Ecke gibt es eine Busstation, also kein Problem. Und wir gehen morgen auf die Buga und da machen wir ein separates Video. Und wir würden uns freuen, wenn euch das auch wieder zusagt. Mhm, und ja, und begleitet uns dann auch im nächsten Video. Ja. Und bevor wir euch verabschieden, habe ich noch eine Frage an die Ursi. Oh. Ursi, wie geht es eigentlich einer Frau, die einen Mann hat, der so begnadet kochen kann wie ich? Ich glaube, er will ein Lob und er bekommt ein Lob. Es hat wunderbar geschmeckt und das sieht man ja auch, die Teller sind ratzefatz leer. Wunderbar geht es einem da damit, wenn man so gut bekocht wird. Also, in dem Sinne, wir haben hier schöne Tage gehabt, wir können euch das nur empfehlen und wir melden uns dann wieder von der Buga und zeigen euch, was man da alles sehen kann. Ja genau, ich gehe davon aus, viele, viele, viele Blümchen. Oh ja, da freue ich mich schon. Also, in dem Sinn. Ja, also, macht's gut. Gute Zeit. Ciao. Tschüss. Das war's aus Mannheim. Unser nächstes Video kommt dann von der Buga 2023. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.